Dienstagabend, 7:15. Schön, dass Sie da sind. Hier sind die Nachrichten von RTL. Mit Sport natürlich und mit Ulrike von der Grünen. Guten Abend. Und das sind unsere Themen. Die Neonazi-Gruppe Hammerskins ist ab sofort in Deutschland verboten. Heute Morgen hat die Polizei die Wohnung der mutmaßlichen deutschen Anführer durchsucht. Laut Bundesinnenministerium haben die Ermittler bei den Razzien auch Waffen beschlagnahmt. Die Hammerskins sehen sich als rechtsextreme Elite. Sie finanzieren sich vor allem über Rechtsrockkonzerte und verbreiten so auch ihre Ideologie. Nach unseren Erkenntnissen können wir ganz fest davon ausgehen, dass insbesondere durch die hohe Gewaltbereitschaft und Militanz der Hammerskins die Terroristinnen und Terroristen von morgen rekrutiert werden. Die Neonazi-Gruppe ist weltweit organisiert. Unter anderem bei den Anschlägen von Oklahoma und von Christchurch haben sich die Täter auf die Ideologie der Hammerskins bezogen.